Mattbus Gaming. Wie dein Bart ist jemand kalt, ne? Muss ich jetzt auch mal reingucken. Da kann ja die schon mal einer essen und bewerten. Ja, stimmt. Also, wir sind aber auch in 2 Minuten. Warte mal, lass. Warte, ich leg's nur auf. Ja, gute Idee. Ja. So ein bisschen außerhalb. Ich bin gleich fertig. Ja, genau. Ja, wenn die kalt ist, ist es dann also, auch gut. Der nächste Kandidat wäre hier der Altenburger. Ich hab's mal in Senden können. Und aus der Skatstadt Altenburg. Besuchen Sie unseren Online-Shop unter senf.de. Kreativ. Kreativ. Ich hab so eine gute URL gesichert. Gott sei Dank, da haben die ja ganz schön. Was gibt's da noch zu sagen? 93 Kalorien Milliliter. Das ist ohne Konservierungsstoffe, ohne Geschmacksverstärker, ohne Verdickungsmittel, ohne Aromen, ohne Farbstoff, ohne Gluten und wahrscheinlich auch ohne Geschmack, aber das wollen wir jetzt erstmal testen. Ja. Was? Ohne Aro? Ohne Senf, Aro? Ohne Aro? Ohne Aro! Das ist ein Thüringer Senf. Das geht doch nicht. Guck mal her, jetzt haben wir einen Senfhalter. Sehr schön. Patent anmelden. Können wir ja alle so dann reiner aufstellen, weißt du? Den? Ja. Unter der Bratwurst, unter dem Bratwurstteller. Also seit ich wieder regelmäßig Swedish Mealtime gucke, muss ich mich immer extrem beherrschen. Wenn es um Senap! Kochen und Essen geht. Senap! Kenn ich! Kann man ja machen bei der. Gib mal einen Born noch her. Ja, stimmt. Und einen Löwensenf. Ah, ne, hast schon. Ja, das sind ja erstmal die aktuellen Kandidaten. Nee, gib mal alle her. Dann machst du mal ein Bild, wenn die Würste drauf liegen. Kannst du passen. Das war quasi ein Titelbild mit Senfarten kriegen. Ja. Hier, stell den da rein und Born natürlich. Den Born hier. Na gut, cool, ja, wenn er reinpasst. Mal guck einfach mal, wo er drauf steht. Ne, passt schon. Ah, hier sind diese schönen Blumentöpfe. Blumenköppel. Das? Ja? Ah. Ich meine, was ich schon für jeden Thüringer. Der Gipfel des Berges ist von absoluter Geilheit. Das ist auch cool, gerade. Ja, mit passender Grillutensilie daneben. Also meinst du jetzt dem Schirm. Dem Schirm. Sonnenschirm. Ein regenbogenfarbener Schirm. Sein Gay Pride Schirm. Ja. Warum nicht? Ja, das ist doch schon mal ein schickes Bild. Kann man mit Bratwurst nicht sagen. Oh, nochmal der Grillcamp. Guck mal, jetzt wird so irgendwie jodelt. Geil. Das ist aber mal ein schickes Bild, oder? Oh, geil, da kommt sogar die Sonne. Hier kommt die Sonne. Oh, da ist eine Nasekissen. Jüngisch. Warte, das ist der Bratwurst. Das ist ein Gottes, das Kaufe. Die sind doch. Muss man einen anschneiden. Das ist der Thüringer, dass die. Der hat das Blut. Der geprüfte Blick, ja, des Thüringer Grillmeisters verrät ihm bereits Minuten vorher, ob und wann eine Bratwurst den perfekten Gärungsgrad erreicht hat. Gärungsgrad. Schicke Sonnenbrille. Danke. Also wir haben die ersten 16 Minuten schon hinter uns gebracht. Du stoppst die Zeit oder was? Nein, aber es wird auf der GoPro angezeigt. 16 Minuten. Das auch. Herrlich, so ein Stier. Einfach herrlich. Oh, das ist doch mal. So, dann bring ich mal die Brötchen. Warte mal kurz. Ich würde dich noch mal kurz bitten, den Bornsenf noch mal hinzustellen. Nein, das muss hier hoch. Die letzte Bratwurst muss hoch. Dann stell den Bornsenf trotzdem bitte eine, noch mal kurz. Ja, ich eine nur Wurstpyramide, drin. Ist das schön. Ein Bild für die Götter. Wie sie alle ihre Kameras rausholen. Boah, jetzt voll Farbfilter auf Instagram. Okay, wann muss ich schwarz-weiß? Brötchen. Was? Yo! Franz Rutschmann. Das ist ein richtiges Zweckgesicht. Oh, jawohl. Oh, yo, mit Farbfilter. Was machen wir da für Hashtags drunter? Hashtag Bratwurst. Okay, mach ich. Und 4. Stern. Ja, dann hab ich auch Instagram wieder drauf. Wenn ja, dann mach ich das jetzt. Nee, ich hab kein Instagram. So. Bist du nicht weg? Hast du kein Instagram? Nee. Instagram. Mal kurz weg.
Das ist aber so ein trauriges Lied, du. Das ist echt, das nimmt einem richtig, richtig mit. So, Liga, Kameras weg, Brötchen in die Hand Kameras und Bratwurst rein. Kameras weg! Das ist auch einfach. Da ist eine Zange, Herr Uttenweiler. Ja, und ich hab Hornhaut. Ist in Thüringen noch ein Kuh? Was? Ja, hör auf mit deinem Französisch. Das war der komische Senf, sag ich dir. Scheiße. Da gebe ich gleich noch einen Punkt weniger, wenn er sowas anrichtet als Folgeschäden. Folgeschäden durch Französisch. Ja gut, solange er nicht anfängt, gut Französisch zu können. Was hatten wir gesagt, nehmen wir als nächstes? Hamburger. Und danach das Brautzimmer. Oder? Ja. So, ist das ein Messer noch hier, oder? Wir könnten natürlich auch ein ganz thüringisches Derby machen zwischen Altenburger und Köstritzer. Oder Born und Köstritzer. So, einmal aufmachen. Ja, macht doch Born und Köstritzer durch. Ich würde Born und Köstritzer nehmen. Ja. Machen wir hier auf. Glaub mal, das sind auch sowieso die zwei heißesten Kandidaten. Okay, erstmal noch mal kurz zeigen in die Kamera, dass da auch drauf steht Scharf. Ja. Sarf. Sarf. Extra Sarf. Ne, das war blöd. Mal schauen, ob der wirklich. Also, da ist ja schon der normale ziemlich. Kräftig. Mal schauen, wie der Schwarze reinhaut. Mal schauen, ob er mehr als der. Das sieht zumindest schon mal sehr gut wer aus. Der Löwensenf reinhaut. Der Einburger ist auch sehr, sehr dunkel in der Tönung her. Also nicht so nicht wirklich gelb. Denkt dran, nur eine halbe Wurst. Wie zum Beispiel der Löwensenf, der ist ja rutscht mehr ins Gelb. Nächste bitte. Ist er mehr oder? Nö, so ist okay. Nee, du willst es auch wieder wissen. Erstmal Spachtel. Erstmal schön Spachtel, Junge. Noch ein bisschen mehr, Steve, oder reicht's? Nö, das denke ich mal, das reicht. Das hat. Erstmal gucken, ob es der, wie sehr der es in sich hat. So, wieder die Blindprobe. Ich erlaube mir direkt mal das Messer noch bei mir am Brötchen zu desinfizieren. Das ist der Beste. Ich weiß. Ist doch nichts Neues. So hält! Sehr erotisch. Dafür, dass aber scharf draufsteht, finde ich den Einzelnen nicht so scharf. Also ich muss auch sagen, er ist auch wieder sehr säuerlich. Er ist auch wieder so sehr säuerlich. Ich habe den Abgang einmal runtergeschoben, es ist wie, als ob ich dann eine saure Gurke reinbiss. Ja, es ist auch eher wieder so Kartoffelsalat. Er ist wirklich sehr säuerlich. Ja, dann mal in Verbindung mit der Bratwurst. Ich dachte, ich mich vergriffen habe und Kartoffelsalat senken geholt. Den habe ich doch gebracht, den Nee, den hat Burger schon mit Klobis geholt. Ja? Achso. Genau. Okay. Also mich überzeugt auch nicht mit Bratwurst, kein bisschen. Nee. Deshalb ist der Schwarze wesentlich besser. Also die 48 Cent sind gerechtfertigt. Ja, ja und stimmt, und zwar von der Schärfe merkst du echt nur. Ja, ich wollte gerade sagen, also. Das hilft, da ist der Schwarze mit der Pfefferte wesentlich besser. Ja, ich gehe einfach mit der Bewertung wegen. Ja, mach. Ja. Senf zu sauer. Ein bisschen Senfgeschmack. Und selbst das Bratwurst war nicht gut. Ein Punkt. Schließe mich mit zwei Punkten an, weil so schlecht sehe ich es halt doch nicht. Aber sehr, sehr säuerlich und schmeckt wirklich nicht. Dafür, dass scharf draufsteht, scharf. Ja, das stimmt. Das Scharfe fehlt, säuerlich schon. Aber ich finde, doch Senfgeschmack hast du eigentlich schon. Ist aber wahrscheinlich einfach eine Frage der Menge. Also ich würde 4 von 10 sagen. Ich schließe mich tief auch eher an. Ich finde, der spielt auf demselben Level wie dieser Dijon-Senf. Da wir mittlerweile ja schon 3 probiert haben, finde ich, wir können auch mal Vergleiche anstellen. Ja. Also der Löwensenf ist momentan eindeutig der Favorit. Das erkennt man ja auch an der gegebenen Punktzahl. Ja. Aber trotzdem, die Bratwurst ist gut. Hauptsache das. Gute Thüringe. Das ist die Höchstleistung, die hier erreichbar war. Mach nochmal, ich muss nochmal filmen. Willst du mich verarschen? Nochmal geht das nicht. Schwabbelbacken und ja, wie so ein Windkanal. Das werde ich eigentlich ganz schnell gefilmt. Die Musik ist auch. Hey. Umdrehen, weiter geht's. Die Seite wieder. Nee, Batterie. Nee, er wechselt. Aber jetzt hören wir schön das Rumgegröle vom Stadion. Erfurt! Durch dein bei Jena? Jena! Jena! So, was wollen wir jetzt nächstes Mal machen? Den Bautzen oder was? Nee. Ja, Bautzen. Doch. So, wir machen jetzt Unboxing Bautzner. Unboxing. Wir haben gerade das frische Siegel aufgetrennt. Oh mein Gott, jetzt ist doch nicht mehr frisch!
Wir sollen nicht mehr Siegel. Ich will doch keinen unfrischen Senf essen. Jetzt ist es zu spät. Dann hätte ich eigentlich zu spät nicht gefilmt. Ich sollte mich nicht ihm gegenüberstellen. Ich will nur meine Fratze zu sehen, wenn ich irgendwas erzähle. So, jetzt geht die ganze Aroma. So. Ja, oh, die Büchse sehr, der sehr Pandora. Sehr, sehr okay. Klar. Ja. Im Frankreich ist auch Gelbsenf genannt. Das ist ein bisschen was von anderen Stand, das siehst du. Ja, nee, 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 nee. Das verfälscht alles. Nee, das ist ein unterschiedlicher Farbe. Ja. Ich denke mal, das ist beim Bautz noch nicht so schlimm, der hat nämlich einen sehr intensiven Geschmack. Richtig. Vielen Dank. Schön über den Nippel streichen. So muss das. Perfekt, du. So, erstmal wieder pur. Also vielleicht direkt schon mal doch zur Bewertung. Die Farbe ist ein wenig abschreckend. Das stimmt. Chemosenf. Das stimmt wirklich, aber geschmacklich pur nicht schlecht. Halt noch intensiver als der von Löwensenf. Auf jeden Fall intensiver Senfgeschmack, aber auch recht säuerlich. Vielleicht ist es nur ein Geschmack, was so eine dritte Senf der säuerlich ist. Ne, der Löwensenf zum Beispiel war, klar, Senf ist immer säuerlich, aber ich meine jetzt so dominant Senfsäure. Abgang wieder so, gell? Mhm. Aber schon mal besser als die zwei davor. Ja, in der Tat. Und vor allem ist er mal ein bisschen würziger. Ja. Als jetzt die zwei davor, die angeblich scharf sein sollten. Der ist jetzt nur halt mittelscharf als Standard. Und ist einfach mal viel kräftiger. Eigentlich schon aussagekräftig, wenn ein scharfer Senf nicht als mittelscharfen Senf. Ja, ja. Das war ein tolles Video, das schüttelt einfach nur hin und her die ganze Zeit, wenn du das Ding auf den Kopf trägst. Das war's erst ab 2 Promille schauen. Ja, ja. Disclaimer. Sonst fühlst du dich, als hättest du 2 Promille her. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie ich den bewerten soll. Also ich sehe nur eine Stufe über Dijon und Altenburger. Also über den 5 und 10 geben. Ne, ich schwank halt zwischen 5 und 6. Ja, ich auch. Dann würde ich mal den Senf 6 Punkte geben. Hat einen kräftigen, guten Geschmack. Aber das Einzige, was ein kleines bisschen absteckt, ist halt die Farbe und der Abgang, ein bisschen das Säuerliche. Das ist ein bisschen sehr intensiver, aber es sind 6 Punkte. Also ich finde, es hat auch nicht den optimalen Senf. 5 Sekunden Regel. Legst du kurz auf den Grill, dann brennt es ab. Das ist ein Ballerstoff. Ich bin mir immer noch unsicher. Also ich bleib bei meinen 5 Punkten. Ich bleib bei meinen 6 Punkten. Ich finde, mir fehlt da noch ein bisschen das Senfige. Mhm. Das hatte der Löwensenf nicht mehr. Ja, ja. Na komm, wir haben auch stark. Ich würde mit 5 Punkten mitgehen. Ich denke auch 5. So, das ist Mittelmaß, gutes Mittelmaß. Aber es ist jetzt nichts, wo du sagst, den muss ich unbedingt kaufen. Die wollen eine Böse mit 5 Punkten. Ja, das heißt, es ist jetzt nichts. Wenn dir nichts Besseres da ist, geht. Wo ich jetzt extra in den Laden rennen würde, um den zu kaufen. Mal wünsche ich mir eine Essenspause, damit ich die Geschmacksnacht wieder neutralisieren. Schlauerkost bringen. Na ja, hier ist eine Flasche. Die Meerfrucht, Franzi Cola, drauf der Apfelsaft. Stimmt. Jo, was sagst du zum Aroma? Apfelsaft? Einsame Schwarze. Also, ich stehe ja sowieso auf gelbe Sachen, so Apfelsaft, Bier und ist vielleicht nicht ganz so. Ich dachte mir, ist jetzt besser, ich erwähne es noch gelb. Asiaten, du stehst auf Asiaten, oh mein Gott! Und nur wenn sie flüssig sind. Und klein. So ein kurzer Reisschnaps ist schon okay. Auch wenn er nicht gelb ist. Also, du meinst eher sowas wie Tung. Klein, gelb. Kurzer Reisschnaps. Flüssig. Tung, unser kurzer Reisschnaps. Unser kurzer Reisschnaps. Den werden wir nachher so fertig machen. Du bist dran mit deiner Einschätzung. Achso! Saft! Ich habe den, mein Kandidat, ist der Meerfruchtsaft von Fahne. Ja. Was ist eigentlich drin? Sauerkrautsaft, Johannisbeersaft, Stachelbeersaft und Zucker. Und vor allem den Zucker merkt man, aber na, doch, sehr fruchtig. Wie ist die Stimmung, die 8 von 10 Punkten auf Stimmung. Die Trinkatmosphäre. Das Dessert war mir ein bisschen zu süß. Ja.
Und beim Hauptgericht hat er sich viel Zeit gelassen, aber es war sehr interessant, sein Schlafzimmer zu durchsuchen. Ja, deswegen kriegt er von mir, na, es war kein perfektes Dinner, aber er kriegt von mir 8 von 10 Punkten. Okay, und bei dir, was sagst du dazu? Sauerkirschen. Ja, schmeckt das Sauerkirschen. Was ist da drin? Rotes Zeug. Was war das letzte? Also die Periode deiner Freundin, ja. If I had one. Hashtag never forget. Was jetzt auch so dramatische Musik einspielt, so dass sie in schwarz-weiß. Das Böse, was als erstes tut, dann Wasser genannt wird, heißt, dass es kein Wasser vorhanden ist. Also deswegen 7 von 12 Punkten. Goodbye again. 7 von 12? Vor 20, wo tschüss again. Ich bereite hier schon mal die nächsten 3 Würste vor. Das sind aber 4. Hey, jetzt nächstes kommt. Okay, ich bereite hier mal die nächsten 4 Würste vor. Er hat Seite schon abgezogen. Weißt du? Ja. Vor allem mit denen. Er hat Seite schon abgezogen. Also die kriegen okay, also, eh nicht. Das wird jetzt das super Lokalderby zwischen Bornsenf aus Erfurt und Köstritzer Schwarzbiersenf aus Bad Köstritz. Wuhu! Aber ist ironischerweise. Erstellung Vertrieb Altenburger Senf. Ja. Sehr, sehr gut, ja. Das könnte jetzt interessant werden demnach. Aber jetzt kann ja die Firma Altenburg quasi ihren Namen wieder reinwaschen. Gibt es da auch unter Senf.de die Informationen dazu? Ja, Tatsache. Ah, sehr gut. Das ist bestimmt eine super Internetseite. Also das ist so ein Social Network, ja, für Senf. So eine Auflistung, du kannst so Bewertung abgeben, ja, und so Rezension schreiben. Ja, das müssen wir da posten, wisst ihr? Wenn es das nicht gibt, dann haben wir so eine Seite. Ja, wie Segenet oder was? Senftest.de. Ja, gut, Segenet. Senfbook. Senfbook. Ja, doch, Senfbook, das könnte man machen. Senfbewerten.de. Ich meine, sowas gibt es bestimmt. Senf-bewerten.de, ja. Nehmen Sie Fleisch Ihrer Wahl und bestreichen Sie... Achso, Senfkrustenbraten. Ne, den machen wir jetzt nicht. Zutaten, Senf. Oh, nein! Das Senf wird aus Senf gemacht! Senfschrot. Nein, fuck! Branntwein, Essig, Salz, Zucker und 3% Köstritzer Schwarzbier. Immerhin 3. Das hat mal voll besoffen! Sag. Da war einfach nur so ein Riesenkübel, wisst ihr? Und Malte ist vorbeigelaufen, hat außen so einen Tropfen Bier reingemacht. Malte. Malte hat Praktikum bei Altenburger gemacht. So ist der. Neue Ideen für HC-Mails zu sammeln. Tja, ich bin gespannt, wie er einen direkten Vergleich abschneidet. Ich sag, letzte Woche hatte ich ihn schon mal probiert gehabt. Mach doch nochmal 3 Brötchen fertig. 4 Brötchen. Ich fand ihn echt super. Brauche noch ein Messer, ne? Aber nur mal, er hat nun mal den härtesten Gegner, den man bei dem Senftest haben kann. Oh, Bornsenf. Ja, und wie gesagt, der Exoto dieses Jahr. Den testen wir dann nochmal separat quasi. Das ist dann Senap. Senap! Also, eigentlich hätten wir noch so ein Glas Mayonnaise, weißt du? Pretty in a snack! Die Bruderschaft der Senftester. Die Protorschaft. Die Protorschaft der Senftester. Sagen, die Musik wird einfach nicht langweilig. Das ist echt, den Teil haben wir auch noch nicht gehört. Ne? Nein. Das ist scheiße. Das hätte ja gerade gedreht. Ja. Ich hätte auch vorher schon mal gedreht. Ja, aber wir haben ja quasi erst im zweiten Drittel der ersten Seite angefangen. Oh mein Gott! Das ist ja voll das krasse Konzeptalbum. Auf Kassette wohl genug. Richtig gut. Das nächste Tune-Fail-Album kommt auch auf Kassette, sagst du. Ja, klar. Das heißt dann, A Change of Sides. Ja! Das wird einfach demnächst alles auf Obstkassetten lassen. Tower of Senf. Nicht Tower of Time. Oder Senf of Time. Senf of Time. Stimmt. Prince of Persia, ja. Senf of Time. Senf of Time. Okay, ich stich rein. Oh! Hier möchte ich bitte mal direkt ein. Hast du schon mal eine optische Einschätzung? Er ist körnig. Er ist tatsächlich halt Senf. Er fühlt sich auch körnig an. Blankes Senfschrot ist quasi Peeling-Senf. Du kannst dich mit einreiben, ist gut oder für die Haut. Oder Senf-Peeling? So, die tröppelt schon wieder von oben, habe ich das Gefühl. Dann schnell essen. Ein bisschen beeilen. Ich möchte vielleicht dazu sagen, so vorweg,
komisch. Ist er doch ein bisschen säuerlich, aber nicht unangenehm. Ja, reicht schon, ja. So, Franz, du Post. Eine Wurst, ja. Ich gebe dir meine Wurst schon. Ja, die macht das auch sehr schön. Also, ich bewerte dann mal als Schirm. Dankeschön. Ja. Hey, Tropf. Hat Farbe. Steht. Und? Sehr sauer, beim, so, schon beim Berühren mit der Zunge. Ja. Das wird auch nicht durch die Bratwurst gedämpft, habe ich das Gefühl. Ich finde, das Säuerliche überwiegt hier immer noch den Senfgeschmack. Aber du hast trotzdem wirklich eine unverkennbare Weizenmonte. Also du schmeckst auf jeden Fall, dass es ein Biersenf ist. Da ist auch ein bisschen diese Malzsüße mit drin. Ja. Also es ist, ich würde halt mal sagen, es ist was anderes als jeden anderen Sack, den man so mal isst. Ja, ist mal was ausgefallenes. Ich finde das so geil, wenn Franz die Bratwurst ist und man sieht es dann so in dem Dritten, ja, da drin ist so gespiegelt. Einfach so geil. Stimmt, du siehst durch die Brille quasi, was seine GoPro sieht. Wenn sie nicht gerade sich ins Gesicht hält. Ja. So, ich bin Fehler! Also ich daraus resultieren, dass der Vorhergänger hat und Löwensenfen 6 würde ich mich geben. Nein, ich habe eine 6 gegeben. Ja, ich stehe halt auf 6. Würde ich auch diesem Senf hier eine 6 von 10 Punkten geben. Ich finde, die beiden sind auf dem gleichen Niveau. Das ist mal was Ausgefallenes, aber jetzt auch nicht unbedingt was definitiv haben muss auf meiner Wurst. Ja, ich würde denke ich mal auch 6 Punkte geben. Weil das heißt, zusammen Geschmack. Aber denk mal, wenn man da 3 Würste oder so mit isst, nur mit dem Senf geht eigentlich die Punkte. Ja, das ist, dann hat man glaube ich schnell über. Normal ist es nicht gut. Der Malzgeschmack oder der Biergeschmack an sich kommt auch nicht so stark raus, wie ich mir gewünscht habe. Er ist da. Ja, und da ist es alles gut. Na, da sind die Nachfangarbeit. Besser, Gott. Ja, das kommt. 10 von 10, wa? Ja. 12 von 10.